So, hallo zusammen, da bin ich wieder. Es geht diesmal um die Lötverbinder. Die hatte ich ja in dem ersten Film, hatte ich die ja kurz vorgestellt und da wurde ich dann auch angesprochen, wie geht denn das wirklich mit den Lötverbindern? Also das ist eine ganz einfache Sache, die jeder auch ohne Lötkolben dann machen kann. In diesem Set sind 4 Lötverbinder drin und ein Stück Schrumpfschlauch. Und damit kann alles gemacht werden. Also da ist genug bei, dass ihr damit arbeiten könnt. Mit dem Schrumpfschlauch, den habe ich etwas länger gelassen, weil die kleinen gehen meistens unter. Und dann zeige ich das mal, wie man das alles auch mit dem Feuerzeug machen kann. Also, ganz einfach. Schrumpfschlauch drüber. Ja, dicke Wurstfinger. Geht auch mit dicken Wurstfingern. Und dann mit dem Feuerzeug dabei. Und dann schön einschrumpfen. Vorsichtig sein mit dem Feuerzeug, nicht dass es anfängt zu brennen hier. Ja, weil das ist eigentlich nicht dafür geeignet und zu heiß. So, auf die andere Seite. Enden ganz normal wieder abisolieren. Bisschen umdrehen, damit es in den Lötverbindern keinen Ärger gibt. Und hier bei der Kupplung, die Enden sind ein bisschen kurz, also auch noch ein bisschen abisolieren, kann jeder auch mit dem Gittermesser zu Hause machen, also da gibt es keine Probleme mit. Und dann stecken wir einfach nur die Lötverbinder hier auf. Und dieser rote Streifen hier, das ist ein Kleber, der dichtet das Ganze wirklich wasserdicht ab. Und dann hier wirklich nur wieder auf die Polarität achten. Rot zu Rot. Und andere in den Schwarzen rein. Schieben wir beides rein. So, dass sich die Litzen in der Mitte treffen. So, schön. Und dann gehen wir wieder mit dem Feuerzeug dran. Und auch hier, vorsichtig, das ist eigentlich zu heiß. Deswegen ein bisschen drauf achten. Und dann sieht man gleich schon schön, wie das Lötzinn sich verflüssigt und das Ganze sofort verlötet dabei. Und das ist das Wichtige daran. Von der anderen Seite dran gehen. Wenn man nicht ganz so in die gelbe Flamme geht, dann rußt das auch nicht so. Selbst wenn es verrußt, ist auch nicht schlimm. Sieht dann halt nur nicht schön aus. So. Und das war schon die ganze Herrlichkeit dabei. So räumt man auf. Jetzt ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist und dann zeige ich euch noch, wie es funktioniert. So, schon kühl. Ja, kühl ist was anderes, aber es geht, es reicht. Und fertig ist die Laube. Alles gut. Bis dahin zum nächsten Film. Ciao, ciao.